Heute wurden wir von Daedalic eingeladen, um uns Sniper Ghost Warrior 2 anzugucken. Der neue Schleichtaktik-Shooter mit der Cry-Engine. Daedalic hat sich natürlich was ganz Besonderes einfallen lassen, um den neuen Shooter zu präsentieren. Wir wurden nämlich eingeladen in den Gang Club Hamburg, um unsere Schießfertigkeiten dann auch nicht nur virtuell, sondern auch im richtigen Leben auszutesten. Also ab mit uns auf den Schießstand. Wir waren hier gerade bei Daedalic und haben uns Sniper Ghost Warrior 2 angeguckt. Waren auf dem Schießstand vom Hanseatic Gun Club Hamburg. Hat ja auch nicht gefehlt, gerade für jemanden, der noch nie mit einer Waffe geschossen hat. Ich armer Zivi. War das ganz cool, aber jetzt geht es natürlich als erstes um das Spiel. Und was findest du denn, wie war denn das Spiel, dein erster Eindruck beim Anspielen? Also das Spiel hat jetzt in seiner sehr frühen Version, wie uns gesagt wurde, schon jetzt einen sehr guten Eindruck gemacht. Wir durften die Konsolenvariante auf der Xbox 360 sehen, die sah technisch schon sehr, sehr in Ordnung aus. Also mir fehlt da irgendwie, weiß nicht, also so gerade was so Charaktere angeht, fand ich, war es ein bisschen schwach und so vielleicht ein, zwei Texturen, wo ich sage, aber war schon natürlich, man hat gesehen, dass es die Cry-Engine war von dem her. Vor allen Dingen sind wir da mal auf die PC-Version gespannt, die soll um einiges besser aussehen. Da würde ich auch, glaube ich, auch so unterschreiben, dass man es immer an Bildern schon gesehen hat in den ersten Trailern. Das sah schon sehr gut aus. Wir konnten ein Level in der Stadt sehen. Ne? Also, ja. Wo man sich durch quasi in so eine Art Häuserkampf, wo man sich durchschlagen musste. Hat einen sehr actionreichen Eindruck gemacht. Mhm. Ja. Fand ich auch cool, weil man sich dann vor gegnerischen Scharfschützen verstecken musste, hinter Bücherregalen, hinter allem, was man halt angucken bekommen hat, dann ein bisschen vorlunsen und mit dem Fernglas dann die Gegner. Ja, von den gegenseitigen Häuserdächern fischen, das war schon ganz cool. Ja, ich glaube, im Gegensatz dazu war ja dann, konnte man eine Dschungelmission spielen, die hat so ein bisschen an einige Call of Duty Missionen erinnert, sehr stark, ganz aber schön. Ist überhaupt nicht schlecht zu erwähnen, dass es daran erinnert hat, weil hat eine enorme Spannung in sich gehabt, wenn man einen Controller gehabt hat, wo man tatsächlich nicht einfach so vorrennen musste, man hatte so einen kleinen Spotter bei sich. Der man immer gesagt hat oder für einen quasi geschaut hat, wen man am besten jetzt um die Ecke bringen sollte. Mhm. Was dabei sehr geil war, fand ich, waren die Killcams. Mhm. Wenn die Kugel dann quasi den Gegner durchbohrt. Wie das durch die USK geht, ist noch relativ offen, aber wir hoffen. Ja, wie sich der werte Entwickler dafür schön versprochen hat, dass er erstmal schön zelebriert hat, dass man die Gliedmaßen abtrennen kann. Das wird wahrscheinlich in der deutschen Version nicht ganz überleben, aber. Ja. Aber ansonsten, das, was wir sehen und spielen konnten, hat schon mal sehr viel Lust auf mehr gemacht, fand ich. Setting fand ich sehr cool. Soll wahrscheinlich noch ein Schneesetting dazu kommen, soweit ich gehört habe. Denke ich, birgt relativ viel Abwechslung. Ja, finde ich aber, müssen sie. Also gerade was also so die Areale angeht, dadurch, dass sie ja auch gesagt haben, sie lassen die reinen Shooter-Passagen weg, also die mit, keine Ahnung, mit einer MG oder was weiß ich, sondern nur noch die Scharfschützenkämpfe, da müssen sie auf jeden Fall darauf achten, dass sie die Level abwechslungsreich halten. Also sonst, wir haben jetzt nur, was war das, eine Mission, also ein Teil von der Mission von 5 Minuten gespielt, aber natürlich noch nicht so den Einblick, wie es dann letztendlich wird, also da müssen sie auf jeden Fall dran arbeiten. Was man sagen muss, war, dass die Mechanik gut funktioniert hat. Ich fand so Schleichen, Schießen, Zielen, weiter reinzoomen, alles irgendwie sehr flüssig, so wie man es normalerweise von größeren Franchises gewohnt ist. Obwohl ich da dann gespannt bin, wenn man aus diesem Schleichen und aus dem Sniper, also aus dem Scharfschützen-Spielprinzip dann so ein bisschen abweicht, wie klug sich dann die Gegner verhalten etc. Also wir haben jetzt auf leicht gespielt, deshalb war es für uns jetzt nicht so schlimm, wenn uns ein Typ direkt vor die Nase gesetzt wurde, haben wir ihn trotzdem umgemäht. Mhm. Bin ich mal gespannt, wie das nachher
letztendliche Spiel ist. Aber bis jetzt fand ich auch ganz gut gelöst. Also wir hatten, das kann man so mal abschließend sagen, sehr viel Spaß an dem Tag und mit dem Spiel, mit dem Event. Da mal einen schönen Dank an dir, Delek. Ne? Haben sie fein gemacht. Wir freuen uns quasi schon auf die nächsten Bilder oder die erste Version, die wir dann selbst in die Hand nehmen dürfen und ein bisschen näher begutachten dürfen. Aber die Dinge stehen gut. Ja, super. Weitere Previews, Reviews und aktuelle Gaming-News findest du natürlich auf ingame.de.